Hallo zusammen und willkommen zurück zu War Thunder. Wieder schön über den Wolken mit unseren tollen Fliegern und wir haben hier wieder was ganz Spezielles. Ruhrgebiet, Bodenangriff. Also wir haben hier Ziele zum Zerstören, die feindlichen Flieger und ich weiß nicht, ob wir die Base da hinten auch zerstören müssen. Ja, wenn wir sehen, wir gehen einfach mal rein. Hopp, hopp. Wir haben eine Karte, machen wir auch nochmal auf, das sehen wir genau gleich wie vorhin. Sehr schön. Ja, wohin? Wo ist eigentlich mein Wingman? Der dem ein bisschen folgen. Hallo? Okay, der ist weg. Ah, da vorne ist er, der Grüne. Ui. Hab ich da eine Kollision gehabt? Oh nein, ich brenne. Leck, Öl, Spitleck. Ja, ich kann nichts machen. Nein! So schnell geht's. Ja, dann nehmen wir. Nee, ist ja kaputt. Den hier. Rein ins Getümmel. Ah, da unten ist er. Oben links haben wir noch einer. Wo will der denn hin? Jetzt hoffen. Abschuss. Jetzt aufpassen wir in Überbelastung. Der unten ballert. Was sind wir denn da hinten? Auf ihn! Nach. Aber mit Öl leckt wieder. Höchstens zum Flughafen zurück und landen. Hoffen, dass ich es repariert gekriegt. Denke schon, oder? Was war nochmal? G? Aber er braucht keine Frage gestellt, er hat ja schon die Rede draußen. Schauen, ob ich jetzt landen kann. Sonst knallen wir gleich auf den Boden. Mal kurz. Okay. Mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Weiß nicht, ob das clever ist. Blub, blub. Ich hab keine Ahnung. Oh, da liegt einer auf dem Kopf. Das ist der Mann. Ja. Passt bitte da auch mal an. Wenn wir nicht etwas unternehmen, dann hat der Feind gesiegt. Ja, schön für ihn. Aber wie kann ich stillstehen? Du bist ja eigentlich auf Null, aber der Propeller dreht sich ja immer noch.
Kriegt auch irgendwo eine Reparaturanzeige über? Ich dachte, das ging irgendwie. Muss ich halt auch mal in der Steuerung nachschauen. Okay, werden ja immer wie langsamer. Also grauenhaft. Hä? Komisch. Ach komm. Starten wir halt wieder. Wir nehmen mal nicht die Fahrbahn, wir gehen da ins Grüne raus. Wenn wir dann halt exportieren, dann exportieren wir. Die Chu 87. Ja, 70 Grad, das Öl. Dass wir noch ein bisschen auf Tempo kommen. Wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davontragen. Ja. Will ich mit einem kaputten Flieger. Ist da unten nicht repariert. Da haben wir einen. Gehen wir mal dahin. Dass ich es dahin schaffe noch. Clever. Kaum Geschwindigkeit. Eine MG ist gleich nachgeladen. Ich kann da mal Tempo runter. Kann ich da vielleicht Hinterhieb sein. Und mal schauen, ob ich ihn runterholen kann, so. Oh. Bisschen unehrenhaft, aber ey, wollte es nochmal ausprobieren, mache ich nie mehr wieder. Diesmal hat sich der Feind an Stärke erwiesen. Rückzug. Naja. Geht auch besser. Ich sag's mal so. Aber haben wir jetzt unser Flieger? Juhu! Den haben wir. Dann bestellen wir gleich mal 700 Credits. Ja, haben wir ja. Gut. Können wir da gleich noch Modifikationen reinmachen? Kaufen. Ich will jetzt nicht kaufen. Wir müssen ja noch forschen. Die haben wir. Gutscheine, Talisman interessiert uns nicht. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre toll. Ich will das nicht kaufen. Ah, das wird schon erforscht. Alles klar. Passt. Sonst. Schlachtflugzeugbelohnung. Ah, ne? Ausbildungskurs. Oh, wir müssen doch eine Ausbildung machen. Ja. Schlachtflugzeug. Komm, wir schauen kurz rein. Willkommen zum zweiten Teil des Grundlagentutorials. Hier lernen Sie, wie und womit Sie Bodenziele angreifen können. Momentan fliegen Sie ein Schlachtflugzeug.
Damit können sie Bodentruppen unterstützen. Oft sind Schlachtflugzeuge mit leichten Bomben, ungelenkten Raketen und Kanonen bewaffnet, um Bodenziele auszuschalten. Begeben Sie sich zum Wegpunkt. Ja. Huch. Haben wir ihn ja fast nicht übersehen. Jäger und Schlachtflugzeuge können Bomben aufnehmen, die sie im Sturzflug auf Bodenziele abwerfen. Hm. Das Bombenzielgerät zeigt an, wo die Bomben einschlagen werden. Sie erwischen ein Ziel nur, wenn es sich genau mittig in ihrer Zielansicht befindet. Die Ansicht färbt sich rot, sobald das Ziel im Visier ist. Werfen Sie die Bomben ab. Habe ich ja noch nicht gedrückt, aber egal. Das war's. Sie haben das Ziel erwischt. Juhu! Nun müssen Sie wieder an Höhe gewinnen. Um die Flugrichtung zu ändern, bewegen Sie den Zeiger zum entsprechenden Bildschirmrand, bis das Windmanöver abgeschlossen ist. Ja. Perfekto. Ihr Flugzeug hat auch ungelenkte Raketen geladen. Da Raketen eher ungenau sind, feuern sie am besten mehrere auf einmal ab. Mhm. Ja, und? Ich drücke ja Leertaste, da passiert nichts. Ah. Zerstören Sie die Fahrzeuge mit MGs, Bomben oder Raketen. Mal, also bei mir heißt es ja Control, ist nicht Steuerung. Schweiz hat halt ein bisschen eine andere Tastatur. Hey, ein Profi. Cool. Erforschen wir das mal. Das können wir gleich kaufen. Rein damit. Noch ein besser Kühler rein. Fertig. Da ich in der anderen Kette bin, will ich nicht erforschen. Schlachtflugzeug. Nein, schon wieder. Gibt's mir Credits. Können wir ein anderes Mal machen. Jetzt haben wir doch schon einen neuen Flieger bekommen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Fahrzeug wechseln. Die Reserve. Oder nicht? Den haben wir schon. Und der, wo wir erforscht haben, müssen wir kaufen. Und das hier. Aha. Mal auf dem Markt kaufen, oder wie? Lassen wir gut sein. Es ist aber schon ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu behalten. Wir gehen sonst einfach mal ins nächste Gefecht rein. Karte Luftschlacht. Können wir nichts machen, dann wieder los. Hoffe, das dauert nicht allzu lange. Schon eine Partie gefunden. Geht ja flott. Ei, das wieder nicht lesen. Was nehmen wir? Ich nehme mal einen neuen. Mit Bomben. Bomben noch nicht so. Es ist 0, Mindestbeladung 34. Ich glaube, das ist alles okay. Also wenn ich da was Besseres einstellen kann, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich wäre froh drum. Die
3 Bomben haben wir. Mal. Ah, ja. Cool. Oh, nicht wegschwenken. Das ist die Mitte da oben, da die Stadt. Aber das sind keine Schiffe von ihnen, oder? So wie es aussieht eigentlich. Blö. Na dann. Geht da oben so weit. Ich komme mal auch hin. Da will ich sehr schon fliegen und von hinten her rein. Da unten ist mein Wingman. Jo. Du hier abzudrehen. Ja, hier jagt da der Fury. Den gibt's nicht mehr. Ist Geschichte. Andere Spieler. Hier. Einer auf dem Boden. So knapp. Seine ab. Gut. Da ist ziemlich viel Rot da hinten. Okay, der hat mir einen Kicker. Friendly sind da und ich krieg den Flieger nicht hoch. Ich krieg den Flieger nicht hoch. Ei, ei. Mist. Da war das ein bisschen außer Kontrolle. Big Boy. Nicht runtergeschossen. Ja, nu. Gehen wir mal mit dem rein. Am festen da mit der Maussteuerung, mit der Dingsteuerung. Mit der Beweglichkeit her. Was schlau ist, nur mit der Maus zu steuern oder wäre lieber nur mit der Tastatur oder da ein gutes Gleichgewicht zu finden mit beiden Sachen.
sicher ist sicher. Ein bisschen was vortäuschen. Butter ist auch weg. Fury. Da unten ist noch ein bisschen Action. Oh, aufpassen, Überbelastung. Nächster. Oh, muss nachladen, ne? Lüften kann ich auch. Manchmal gut oder manchmal weniger gut. Also hin. Rumschauen. Mit einem von Gladiator. Und hat noch einen mitgenommen. Adios. Hoffen direkt. Ein Headshot verpasst. Glückspilz. Ja. Die Reserve. Aber für uns sieht es gut aus. Wir sind am Gewinnen. Big Boy. Wieder. Gar nicht mehr viele da. Kann auch sein, dass die alle keine Flieger mehr haben. Was für ein Symbol. Zuschauer? Abfallstufen. Hm. Los ist nichts. Obwohl die, die auch schon draußen sind. Jetzt, Big Boy ist weg. Den wollte ich doch töten. Ich folge meine Rache. Dann muss ich nicht mehr. Was, Big Boy? Eine Abschusshilfe. Ja, die Boy ist auch nicht mehr dran. Dann habe ich hier vorne irgendwo noch einer. Laut Minikarte. Ah, da oben. Hat er sich versteckt. Ist zu steil für meine Flieger. Da komme ich nicht ganz hoch. Jo. Nehmen wir lieber ab.
gehen nach da hinten. Oh. Wir haben einen abgeschossen. Wer ist unten? Lauert. Schaut schon mal nach. Auf das lange zum Laden an, das gibt's doch nicht. Endlich. Hier ist passiert. Na super, Kollision. Okay, da kommt einer auf mich zu. Bisschen nach einer Höhe. Nein. Ich habe drei Piloten, hat's. Oh, zwei sind abgestürzt. Und wir haben gewonnen. Wunderbar. Können wir besprengen. Was ist abgeschlossen, die Forschung? Forschte Einheit. Okay. Eine Modifikation erforscht. Bestellen. Hört damit. Nehmen jeden Flieger. Wieder nur einen Rang 1 Jäger. Ich gebe dir mal keine Besatzung. Fertig. Gut, das sind Torpedobomber. Du bist ein normaler Sturzkampfbomber. Ich möchte eigentlich einen Jäger noch. Mich dazu wenig aus, welche die gut sind und eher welche, die eher weniger gut sind. Sonst erforschen wir den hier mal, oder? Da waren wir hier noch an etwas dran. Dann die neuere Version, die 3er, ist ein 1.7, kostet 4.000, der kostet weniger. Wir nehmen den mal, damit wir da aus der Reserve Sachen rauskommen. Wir lernen ein Forschungsziel aus Reserve. Den hier, fertig. Feuerlöscher, nope. Wir auch gleich alles. Diese Reihe. Dann können wir kaufen. Wir müssen einfach denken, wie mehr Gewicht das wir mitnehmen, umso langsamer werden wir. Ausbauen wollen wir nicht. Dann können wir den noch forschen. Fertig. Ja, fertig. Dann 2er. Den haben wir. Haben wir noch 600 über. Forsche mal, ich kauf's gleich nach. Bomben lasse ich mal. Erhöht die Motorenleistung. Das gibt strukturelle Stärke. Minus 75 Kilo auf die Lehrmaschine und Wendezeit. Das klingt doch mal nicht schlecht. Wir noch 170, dann nehmen wir noch mal den Kompressor rein. Wir können es uns ja gerade ein bisschen leisten. Sehr schön. Und dann erforschen wir noch mal ein neues MG. Finito. Gut. Dann war es das wieder mal für heute. Wie gesagt, wenn ihr gerne mitspielen möchtet und mal mitfliegen wollt,
man muss es ja nicht aufnehmen. Also ich werde jetzt sehr wahrscheinlich auch noch ein bisschen spielen und nicht mehr aufnehmen, dass ihr da auch ein bisschen vorankommen. Ja. Dann könnt ihr euch einfach melden. Ihr wisst es ja, unten in der Videobeschreibung ist der Discord-Kanal linked oder im Kanalbanner. Auf dem Kanalseite oben rechts ist, glaube ich, ein kleiner Discord-Knopf. Da könnt ihr draufdrücken, dann kommt ihr da auch rein. So, aber genug. Hiermit wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Seid fleißig und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.